Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Real Talk. Ja, ich weiß, ist schon wieder ein bisschen länger her. Aber wer Stardew Valley verfolgt, der weiß, dass ich eben arbeitsmäßig echt ganz schön eingebunden bin und nur noch Stress schiebe und. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's endlich mal wieder ein bisschen weiter hier. Und ich weiß leider gar nicht mehr genau, was war. Oh, ich quietsche. Achtung! Habt ihr es gehört? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was wir alles machen müssen. Jeder, der Informationen über Hugo Lehmann hat, soll bitte sofort die Polizei rufen. Ich glaube, das hatten wir noch gelesen. Ich muss mal gerade überlegen. Ich mache einfach mal, weil ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ein altes Mikroskop. Ich könnte damit etwas Kleines vergrößern. Mhm. MAJ73. Auf dem Anhänger steht MAJ73. Was bedeutet das? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Soll das ein Buch? Ah ja, das war das. Okay, da geht nichts mehr. Und ansonsten haben wir hier auch nichts mehr, ja? Okay. Beweg dich nicht, Puppe. Okay, ich soll raus. Aber es ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr genau, was hier los ist. Ja, wir überspringen. Okay. Breeze. Das Bootshaus war eine Fundgrube nützlicher Gegenstände. Ich habe sogar einen Taucheranzug gefunden. Als ich ins Wasser getaucht bin, habe ich ein versunkenes Gebäude entdeckt. Dann habe ich die Algen von der Blablabla. Ah, Moment mal. Da weiß ich doch noch. Da war doch hier irgendwas, ne? Genau. Ah! Oh, ich krieg die Krise. Und ja, tada! Ökännchen. Oh, das ist echt schlimm, dass das so lange her ist. Okay. Was haben wir denn jetzt gemacht? Und das war... Ich weiß, wir konnten es irgendwo anwenden. War das hier? Nein. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Hier war das drin. Hier unten? Ah, ja. Oh, Leute. Wow. Oh, hey! Mr. Dudley knows how to open this door. Okay. Die Anzeigen scheinen ein Teil des Heizkessels zu sein. Leider weiß ich nicht, was ich mit ihnen anfangen soll. Okay. Hat sich hier jetzt irgendwas geändert? Okay. Wir müssen das fehlende Teil finden. Hä, was soll ich denn hier machen? Ach, ist das hier MA?
J73. Und jetzt wieder in den Keller, ne? Waren das fünf? Nee, das waren vier. Ich habe die Zahlen und Nummern vor dem Anhänger auf einer alten Schreibmaschine nachgeschrieben, die ich in dem Haus in der Nähe des Unfallortes gefunden habe. Ich muss sie mir merken. Ha, ja, okay. Wir merken uns das mal. Und dann. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Muss ich hier runter vielleicht? Nee, okay. Muss ich hier hinten irgendwas machen? Nee, okay. Leute, ich brauche mal kurz was zum Schreiben. Ich brauche was zum Schreiben. Ich brauche was zum Schreiben. Lalalala. Okay, also wir haben einmal Kreis. Unten. Dann Viereck. Dann Kreis ausgemalt. Kreis da. Und oben. Okay. Let's go. Wir rocken die Schitte hier. Oh, Leute, das habe ich nie gesagt, ne? Also, wir haben das. Wir haben das ausgemalt. Links. La 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 la. Und ist hier dann dieses M? Ah, ja. M, J, A, 73. Nein? War das MAJ? Ah! Bestimmt habt ihr jetzt gerade euren Bildschirm zusammengeschrien, ne? MAJ. Oh! Was? Chemli spielt mir wieder böse Streiche. Ich hoffe, die Tiger reißen ihn während der heutigen Vorstellung in Stücke. 15. Mai. Mr. Greedy möchte, dass ich meine Vorstellung schwieriger gestalte und er möchte, dass ich auf Sicherheitsvorkehrungen verzichte. Der Mann hat Nerven. Ich werde mich um einen neuen Job beim Silver Globe Zirkus bewerben. Ich habe gehört, dass sie nach einem neuen Clown suchen. 22. Mai. Der kleine Patrick hat wieder ein Eis nach mir geworfen. Kinder treiben mich in den Wahnsinn. Ich hasse sie. 23. Mai. Ich habe endlich eine Nachricht vom Silver Globe Zirkus bekommen. Sie haben mir abgesagt. Der verdammte Greedy hat mich wohl schlecht gemacht. Ich bezweifle, dass ich noch irgendwo anders einen Job bekomme. Also werde ich wohl an meiner neuen Vorstellung arbeiten müssen. 3. Juni. Ich habe im Antiquitätengeschäft eine Zirkusschallplatte gekauft. Der Verkäufer sagte, sie wäre über 100 Jahre alt. Er hat wahrscheinlich gelogen, aber das macht nichts, denn ich brauche Musik für meine Vorstellung. Und etwas Klassisches ist perfekt. 6. Juni. Ich hoffe, ich kann genug Geld sparen, um meinen eigenen Park zu eröffnen. Er wird nicht so groß werden wie Fairygate, aber schon ein kleiner Park wäre toll. Mein Vater sagte, dass er mit der Bank über einen Kredit gesprochen hat. 10. Juni. Morgen führe ich zum ersten Mal meine neue Vorstellung auf. Ich bin nervös, obwohl die Probe heute einwandfrei verlief. 13. Ist das der, der dann runtergefallen war und dann gestorben ist? Das ist ja nicht so schön, ne? Los, klebe, klebe, klebe. Danke, danke, danke. Tschüssi. Und damit, ja Leute, ich weiß, wo wir hin. Wow! Du Saftsack! Uah! Ich dachte eben, warum geht's denn nicht weiter? Einmal hoch. Ich warte darauf, dass diese doofe Puppe sich da bewegt.
Und Action! Wow! Fairy-Gate-Märchen. Du hast etwas gefunden. Fairy-Gates-Märchen. Aschenputtel. Das Mädchen hat gesagt, dass Onkel Louis sein Buch irgendwo ganz in der Nähe versteckt hat. Ich glaube, sie meint das Märchenbuch aus dem Regal im zweiten Stock des versunkenen Hauses. Warum ist dieses Buch so wichtig? Peter Pan, Rotkäppchen, der Nussknacker, Rapunzel, Hänsel und Gretel, das Feuerzeug, Aladdin. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber es passt schon. Clown stirbt bei Unfall im Fairy Gate Park. Louis Gaucher, ein Clown im Fairy Gate Park, fiel gestern während einer Forschung vom Seil und starb. Quiddy Greg, der Parkeigentümer, sagte, es war kein großer Verlust für den Park. Louis hatte kein Talent. Oh. Ah. Bleib da. Ey, dieser Louis, ne? So ein kleiner Saftsack, ey. Hallo, bitte macht nichts. Ich möchte mir was angucken. Stadt! Das Mädchen, das ich gesehen habe, nannte den Harlekin Mr. Dudley. Ich frage mich, was auf der anderen Seite der Tür ist, die Mr. Dudley geöffnet hat. Zumindest weiß ich, wie ich sie aufbekomme. Ich sollte nachsehen, ob das Mädchen hindurchgegangen ist. Ich glaube, sie schwebt in Gefahr. Ja, aber ist sie nicht schon tot? Wartet mal. Ich male das hier mal ganz kurz. So. Damit ich dann nicht immer alles aufmachen muss, wisst ihr? So. Nummer 3 ist hier oben schräg. Schräg. Und unten. Okay. Oh, oh mein Gott. So. Mal gucken, ob uns irgendwas jetzt noch passiert auf dem Weg dorthin. Nein. Also, wir haben das. Das. Da. Wow. It's magic. Oh, wow. Hallo, ich bin hier. Bleib stehen! Als ich durch die Tür im Keller getreten bin, habe ich eine andere Welt betreten. Ich wusste nicht, dass so etwas möglich ist. Aber dieser Ort ist wahrlich faszinierend. Aber trotz seiner Schönheit stört mich irgendetwas daran. Ich fühle, dass ich gehen sollte, aber mein Entschluss, dem Mädchen zu helfen, lässt mich nicht umkehren. Hallo, die Wolle auf diesem Schaf sieht sehr real aus. Ja, bestimmt ist das das auch. Diese schwelende Blätterhaufen ist wirklich heiß. Das Feuer löschen. Ich muss das Feuer löschen, okay. Oh, ach! Irgendwie sah das eben ganz komisch aus. Der Besen wäre so gut wie neu, wenn ich die Zweige zusammenbinden würde. Jo, haben wir aber eben nichts. Oh, wow. Dankeschön. Wo ist der Griff? Achso, ich brauche ein Gefäß für das Wasser. Ich dachte, hier kommt jetzt irgendwas. Drehe die Teile so lange um, bis sie das Feld eines Schlüssels darstellen. What? Oh nö, ich hasse diese Art von Rätsel. Höchstkonzentration hier. Wartet mal. Ach so, dann dreht sich ja das komplett mit. Ey, was ist das denn? Okay.
Ah, okay. Okay. Oh, das ist mir zu doof, Leute. Ups. Sowas. Die Tür ging einfach auf. Oh, hier haben wir Cinderella. Die Lücke ist zu breit, als dass ich darüber hinwegspringen könnte. Welchen Zweck hat diese Metallplatte mit einer kronförmigen Vertiefung? Mr. Dudley, I told you my park needs visitors, so go find some. Those kids you brought here didn't want to play, so I had to turn them into dolls. Even though they're nice dolls, they're only meant for decoration. Oh, wow. War dieser dicke Clown etwa der Onkel Louis, den das Mädchen erwähnt hat? Er sieht lebendig aus. Lebendig. Nicht tot, aber das spielt keine Rolle. Nach dem, was er zu dem Harlekin gesagt hat, hat er einige Kinder entführt. Okay. Wir retten alle. Oh, na, das nenne ich mal Zufall. Oh, wow, das ist ja ultra. Mega cool. Ich muss versuchen, diese Spinnweben loszuwerden, damit ich das Uhrwerk an das Uhrwerk herankomme. Okay. Der Knopf fehlt. Vielleicht kann ich die Schublade aufhebeln. Ja, mit dem Messer. Tatsache. Oh, das ist kaputt gegangen. Ich brauche Wolle, um eine Spinne für das Sp Was? Und eine Spinne für das Spinnrad. Okay, also hier haben wir dann Dornröschen. Cinderella, Dornröschen. Und das hier werde ich dann im nächsten Part beginnen. Wir gucken hier jetzt nochmal ganz kurz. Die Lücke, okay. Ob ich hier... Ah, hier vorne haben wir wieder Cinderella. Nach dem Märchen verwandelt sich der Wagen um Mitternacht in einen Kürbis. Was passiert, wenn ich die Uhr um eine Stunde zurückdrehe? Ja, okay, das machen wir dann auch. Aber, wartet mal. Was? Die Wetterpfanne sieht aus wie ein Schlüssel. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier jetzt erst einmal den Part und wir würden uns bla 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 und wir würden uns dann im nächsten Part wiedersehen, meine Lieben. Und bis dahin, wie immer, bye bye!